Also, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Dass wir alle die Schnauze voll haben, glaube ich. Ja. Also, wir könnten es gerne so weitermachen, jeden Montag, wenn wir es hier so in Hand haben, bis wir endlich mal Gehör bekommen und hier für andere vorgenommen werden. In diesem Sinne, danke, dass ihr alle da wart. Ich bin mächtig stolz auf euch hier, ja. Möchte noch jemand mal was sagen, dann darf er hier gerne hochkommen. 1, 2, 3, ein paar von euch kennt mich. Jetzt nochmal alle zusammen, damit so jeder hört. Wir haben was? Wir haben Schnauze voll, gestrichen voll. Und schade, dass wir heute nicht mehr Technik haben. Mir brennt es auf der Zunge, ich könnte euch so viel erzählen. Aber ich sag mal was, wir haben einen Kanzler mit einer Bedarfsdemenz. Wir haben Finanzminister, der nicht rechnen kann. Wir haben eine Außenministerin, ach, reden wir nicht drüber. Das ist eine Truppe, es funktioniert einfach nicht mehr. Und was unsere Forderung sein muss, diese Regierung muss zurücktreten. Geschlossen. Jawohl. Noch ein Satz dazu, weil in den sozialen Netzwerken, in den Medien, in dem Staatsfunk und so weiter und so fort immer noch von gesprochen wird, dass wir einen Umsturz vorbereiten. Nein, wir wollen unseren Staat, unser Land, unsere Freiheit und unsere Werte zurückhaben. Und jawohl! Wenn man Herrn Habeck hört mit seiner weinerlichen Stimme, der Mann scheint der Dauer gefordert zu sein. Oder wenn man dann an Lindner hört heute auf der Bauerndemo, das wendet sich in den Wind, er hat sich gedreht wie ein Propeller. Leute, machen wir es doch mal ganz ehrlich. Scholz hat eine Kreditermächtigung geparkt, als er Finanzminister der Vorgängerregierung war. Jeder kleine Buchhalter, der solche kreative Dienste und Buchführung macht, der kriegt richtig Ärger. Der nicht. Und dann stellen die fest, das Geld, das wir nicht hatten, das war eine Krediterwichtigung. Das Geld, das wir jetzt nicht haben, weil das Bundesverfassungsgericht mal gesagt hat, Leute, Schluss jetzt damit. Dann kommen die und sagen, wir sollen den Deckel bezahlen? Nee. So ein bisschen bescheuert, oder? Ja. Dann fangen sie bei den Bauern an. Den ich mich von hier aus bei allen im ganzen Land bedanken möchte für ihren Mut, diese Tatkraft. Ihr ständiges. Und die brauchen natürlich Unterstützung. Und wir sollen uns daran erinnern, wie oft hat diese Regierung bis jetzt gelogen? Ich kenne nicht eine Aussage, die sich bewahrheitet hat. Die haben den Gastwirten ins Gesicht gelogen. Die haben den Rentnern und Rentnern ins Gesicht gelogen. Die Sozialhilfeempfänger ins Gesicht gelogen. Und dann kommt der Krieg, dann spielt man diejenigen, die wenig haben, gegen die aus, die wenig verdienen. Pfui, Teufel! Weg mit dieser Gruppe! Weg! Wir wissen nicht, ob eine neue nächste Regierung das besser macht. Aber schlechter auf keinen Fall. Das kann nicht sein. Ich hoffe, weil wir heute so zahlreich sind, ich freue mich wahnsinnig darüber, weil wir haben ja lange Pause gemacht. Und wir haben ja vor langer Zeit schon mal gesagt, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, der Letzte hat es jetzt begriffen. Ich hoffe das. Und wenn wir nächsten Montag wieder hier sein sollen, auf jeden Fall! Was Besseres kann es nicht passieren, denn so lange wir schweigen hingehen, was die uns servieren, werden wir die Scheiße auswürfeln können. Und darauf habe ich keinen Bock mehr. So, Leute, guten Nachhauseweg, bis bald. Tschüssi!